herzlich willkommen an der Maxibar. Ja, jetzt habe ich euch so viel erzählt von Cocktails, und wie man sie mischt und wie man sie trinkt und wie lecker sie sind. Und ich bin ja nicht so der Cocktail-Fan, ich trinke eigentlich lieber Bier. Aber da mein guter Kumpel Coco mir mal gezeigt hat, wie lecker Cocktails eigentlich sind und wie einfach sie zu machen sind, habe ich es dann mal selber gemixt und gemacht. Und aber jetzt zeigt der Coco euch mal, wie Rainbow-Shots gemacht werden. Und er hat es mir gezeigt, ist total geil. Und es sind richtig lecker. Aber ich kann es leider nicht machen. Also wird der Coco mir zeigen, wie das einfach mal geht. Schnell, einfach und ja, Coco, hau mal rein. Ja, zeig mir mal. Ich hau mal rein. Ja, schönen Dank, Karl. Ja, erstmal willkommen bei Maxibar zu unserem Cocktail-Kanal. Wir haben ja lange überlegt, ob wir das überhaupt machen, ob wir unsere Geheimnisse hier mal preisgeben wollen. Und haben wir gesagt, okay, das sind Sachen, wenn man die jetzt googelt, ja, oder bei YouTube sucht, findet man sie sowieso. Also können wir sie auch machen. Für euch vielleicht nochmal so zum Verständnis, wir haben eine mobile Cocktailbar, wir sind für euch mobil unterwegs und zaubern für euch wirklich, ihr könnt über 90 Cocktails auswählen auf unserer Karte. Schaut einfach mal rein, www.maxi-bar.com und ja, alles andere dann mal vielleicht mal später. Also wir machen heute Rainbow Shots. Das Ziel von diesen Rainbow Shots ist es, diese Shotgläser, die ich hier habe, alle in einer verschiedenen Farbe zu befüllen. Jetzt könnte man sagen, okay, jetzt nehme ich erstmal einen blauen, dann nehme ich meinen roten. Wir wollen das alles aus einem Glas machen. So. Und es kann sein, dass es funktioniert, es kann sein, dass es nicht funktioniert. Wir wissen nicht, kann auch sein, dass sie alle rot werden. Wir schauen einfach mal, ne? Wir lassen uns überraschen. Eben, aber das ist das Geile am Live, ne? Also es wird hier nichts irgendwie vorgespielt, wir machen alles, es klappt oder es klappt nicht. Genau. Ja, was braucht ihr dafür? Wir brauchen erstmal Shotgläser. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da rausbekomme. Ich habe mal vorsichtshalber so 10 Stück dahingestellt. Ich hoffe, das reicht. Wir brauchen, normalerweise machen wir das im Becher, im Mixbecher. Und doof für euch ist, ihr seht nicht, was ich mache. Also deswegen nehmen wir jetzt einfach mal hier so ein durchsichtiges Shakerglas. Wir können ein, das nennt sich Strainer, nehmen. Das ist im Prinzip nichts anderes wie ein Barsieb. Ich werde das mal versuchen, ohne nachher damit rumzuplättern. Und für die Schichtung, die wir gleich machen, brauchen wir hier so einen, wir haben jetzt einen Barlöffel, ihr könnt aber auch einen ganz normalen, handelsüblichen Löffel nehmen. Dient einfach nur dazu, dass die Zutaten nicht sofort in die anderen Zutaten reinfließen, sondern am Rand runterlaufen. Gut. Das Coole ist, es ist alles ohne Früchte, denn die Früchte, die kann ich essen. Ja, danke Kalle. Bitte. Gut. Okay, also wir haben hier Grenadine, gibt es von verschiedenen Firmen, ich mache jetzt hier keine Reklame. So, wir nehmen unser Glas und kippen erstmal ein bisschen Grenadine rein. Und ich denke auch, das sollte reichen. So, frei Gusto könnt ihr das machen. Dann füllen wir das Glas mit Eis. Eisschaufel. Eis ist nach Bedarf oder wie? Nee, also das Glas sollte schon relativ voll sein. Ne? Okay. Mhm. Genau. So, dann haben wir jetzt hier die Grenadine im Glas, wir haben das Eis im Glas. Dann brauchen wir jetzt als nächstes Orangensaft. So, und den kippen wir jetzt einfach über den Barlöffel. Oh, es plättert schon wieder so ein bisschen. Alles egal. Über den Barlöffel hier hoch. Es ist live. So. Aber es sieht richtig geil aus. Also bis jetzt ist es auch noch alkoholfrei. So, ihr könnt jetzt, wenn ihr den alkoholfrei haben wollt, könnt ihr natürlich jetzt Mineralwasser oder so draufpacken. Wenn er sagt, nö, möchte vielleicht doch so ein paar Umdrehungen haben. Bisschen Spaß in den Backen. Quasi, dann nehmen wir Wodka. Und den machst du frei nach Schnauze oder wie? Ja, soll ja schmecken, ne? Also nach Bedarf, ne? Ja, aber so
guckst. Oder? Man weiß aber, du musst jetzt, mehr. Ja, du musst überlegen, Kalle, dass jetzt im Prinzip der Wodka auf die 10 Pinchen verteilt wird. Okay, ja, gut, das ist eine Masse, ne? Also da kann ruhig ein bisschen was rein. Also ruhig mal eine Schnauze mehr. Wichtig ist jetzt aber an der Stelle, dass wir jetzt ein bisschen umrühren, weil ansonsten, wenn ich den gleich umkippe, hat der erste und der zweite und der dritte nur Wodka im Glas. Okay. Also ihr seht ja jetzt schon, es ist gestaffelt, ne? Also man sieht hier oben den Wodka, ne? Also schon schön mischen, dass auch jeder was abbekommt. Weil bei 10 Pintchen kriegt der erste vielleicht alles und der letzte gar nichts, ne? In der Regel ist das so. Ja, also gut umrühren, aber vorsichtig. Ja, genau. Also nicht den Grenadier mit dem Ursach vermischen, ne? Oder? Okay. Und jetzt brauchen wir, um Rainbow Shot hinzubekommen, also diesen Regenbogeneffekt hinzubekommen, brauchen wir jetzt im Prinzip noch Blue Curaçao. Jetzt müssen wir aufpassen, dass es schnell geht. Okay. Weil dabei, Blue Curaçao ist schwer. Mhm. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel Sirup nehmen würden, geht er relativ schnell nach unten. Und dann hätte man wahrscheinlich nur ein grünes Getränk. Mhm. Und wir nehmen jetzt den Blue Curaçao, den Likör, packen den jetzt hier oben rein. Sieht wow, schon toll aus. Geil. Ne? So. Schau mal, wie er runterläuft. Cool. Jetzt nehmen wir unseren Strainer und jetzt beten. Wir packen mal jetzt beten, dass alle Gläser verschiedene Farben haben. Hilfst du mal eben ganz schnell? Oh, na, natürlich helfe ich dir, gar keine Frage. Hallo? Zack, du schützt ein, bloß. Ich verteile, jawohl. Genau. Hey, und plallert hier rum. Das macht nichts, es ist alles live. Es ist alles live. Alles live. Und wie ich schon gesagt habe, wir kriegen nur grün raus. Aber es wird gelber. Oh, es wird. Oh, jetzt kommen die Farben. Also wir hätten wahrscheinlich vielleicht 5 Pintchen mehr nehmen müssen. Ja. Dann aber hätte es, dann hätte es geklappt. Ist egal. Da haben wir geschaut, auf jeden Fall so. Den nehmen wir jetzt mal weg, der zählt nicht. Okay. Aber es ist ein geiler Regenbogen. Es ist ein Farbverlauf. Super. So. Und das ist genau das, was wir eigentlich damit erreichen wollen. Ich habe jetzt, das ist das, was ich sage, ein bisschen zu lange gewartet mit dem Blue Curaçao. Der ist nach unten gegangen und ihr seht, wir haben sehr viel Grün. Also ich hätte wesentlich schneller umkippen müssen. Ging jetzt aber nicht, weil die Gläser halt ein bisschen vorne gestanden haben. Aber es funktioniert, ihr seht. Das ist eine Farbmischung entstanden, total geil. Genau, und, wir trinken, und jetzt trinken wir einen. Ja, und ich fange mal hinten an, bei Rot. Ne? Genau, du hast nur Grenadier, aber lieber, das ist egal. Macht sich schon, das schmeckt. Zu Rüsselin. Auf euch. Trotz nur Grenadinfarbe ist es mega lecker und man schmeckt alles. Man schmeckt nur die Grenadine. Ja, es schmeckt geil, super. Geile Idee, allein an der Farbe. Vielleicht machen wir das gleich nochmal und das kommt dann in die Outtakes oder so. Schauen wir mal. Aber Leute, das Ganze ist live. Ja, wir haben hier nichts vorgemacht oder irgendwas, es ist live passiert und es ist einfach nur geil. Es sieht toll aus und. Ja, probiert's aus. Einfach du, hast einfach, du hast einfach vergessen. Ich habe einfach vergessen. Okay, es ist ja eigentlich auch einfach. Aber probiert's aus. Und es kann nicht schief gehen. Es kann nur so aussehen und es kann nur schmecken. Leute, zur Wohle. Prost.